Sie haben sicher schon einmal vom Begriff der Programmlogik gehört und sich gefragt, was es damit auf sich hat. Eine Programmlogik nutzt logische Ausdrücke, um den Ablauf eines Programms zu steuern. Deshalb sind logische Ausdrücke ein wichtiges Konzept der Programmierung, das uns immer wieder begegnet. Was sind aber logische Ausdrücke und wie können wir damit in Excel arbeiten? Logische Ausdrücke beschreiben Operationen, die die Werte wahr oder falsch zurückgeben. Die einfachsten logischen Ausdrücke sind die Wahrheitswerte selbst. Bei der Programmierung mit Excel beachten wir, dass Excel drei Werte als falsch interpretiert. Das ist der Wert falsch, der Wert 0 und die leere Zelle. Zahlen ungleich 0 werden immer als wahr ausgewertet. Zeichenketten können übrigens nicht als Wahrheitswerte ausgewertet werden. Wenn wir zum Beispiel die Zeichenkette Daten und Informationen direkt in einen logischen Ausdruck verwenden, dann erhalten wir einen Wertfehler. Diesen Fehler erhalten wir übrigens auch bei leeren Zeichenketten und bei Zeichenketten, die nur aus Ziffern bestehen. Komplexere logische Ausdrücke setzen sich aus logischen Operationen zusammen, die einen Wahrheitswert zurückgeben. Diese Operationen fallen in drei Kategorien. Erstens den Vergleichsoperatoren, zweitens den logischen Verknüpfungen und drittens den Statusüberprüfungen. Mit Vergleichsoperatoren vergleichen wir zwei Werte. Zu diesen Operatoren gehören gleich, ungleich, kleiner als, kleiner gleich, größer als und größer gleich. Der Ungleich-Operator wird in Excel übrigens als kleiner als, größer als geschrieben. Das veranschaulichen wir uns mit einer einfachen Wahrheitstafel in Excel, die ich für Sie vorbereitet habe. In der ersten Spalte und der ersten Zeile haben wir die Werte, die wir vergleichen möchten. In diesem Fall sind die Werte alles Zahlen. Jetzt vergleichen wir die Werte jeweils mit den Vergleichsoperatoren. Ist gleich, ungleich, kleiner als, größer als, sowie kleiner gleich und größer gleich. Wir erleben hier natürlich keine Überraschungen, denn die Vergleiche mit Zahlen verhalten sich, wie wir es erwarten würden. Wiederholen wir die Übung mit Zeichenketten. Wieder vergleichen wir die Werte mit den Vergleichsoperatoren. Gleich und ungleich sind trivial und verhalten sich wie erwartet. Für die Operatoren kleiner und größer sowie kleiner gleich und größer gleich müssen Sie sich merken, dass diese Operatoren die alphabetische Sortierung wie in einem Wörterbuch gebrauchen. Beachten Sie hier, dass Excel-Symbole wie zum Beispiel Satzzeichen vor Ziffern einsortiert und Ziffern vor Buchstaben einreiht. Wenn Sie Zeichenketten vergleichen, müssen Sie unbedingt bedenken, dass die Vergleichsoperatoren auch für uns unsichtbare Leerzeichen am Ende einer Zeichenkette mit berücksichtigen. Das kann leicht zur Verwirrung führen, wenn zwei Werte zwar gleich aussehen, aber unterschiedlich viele Leerzeichen haben. Falls Sie sich also unsicher sind, verwenden Sie zuerst die Glätten-Funktion auf die Zeichenketten an, bevor Sie die Werte vergleichen. Im nächsten Schritt vergleichen wir Zeichenketten und Zahlen. In der ersten Spalte stehen diesmal nur Zeichenketten und in der ersten Zeile stehen nur Zahlen. Wenn wir Zeichenketten und Zahlen miteinander vergleichen, dann sind Zahlen immer kleiner als Zeichenketten. Das gilt übrigens auch für Zeichenketten, die mit den gleichen Ziffern geschrieben werden wie die entsprechende Zahl. Die zweite Kategorie logischer Ausdrücke sind logische Verknüpfungen. Logische Verknüpfungen entsprechen den Operatoren der Boolschen Algebra. In Excel stehen diese Operatoren aber nur als Funktionen zur Verfügung. Diese Funktionen sind und, oder, nicht sowie x oder. Merken Sie sich, dass das logische oder inklusive ist und nur dann falsch zurückgibt, wenn alle Parameter den Wert falsch haben. Das umgangssprachliche
Entweder-Oder entspricht der X-Oder-Funktion. Diesen feinen Unterschied müssen Sie sich merken. Mit den logischen Verknüpfungen können wir leicht Wahrheitstafeln erstellen und die Regeln der Boolschen Algebra überprüfen. Eine Wahrheitstafel enthält dabei immer die möglichen Wahrheitswerte für alle Variablen eines logischen Ausdrucks. Das kontrollieren wir am Beispiel der de Morgan'schen Regel: nicht a und nicht b ist gleich nicht a oder b. In diesem Fall haben wir die Variablen a und b, die beide jeweils den logischen Wert wahr oder falsch haben können. Zur Überprüfung dieser Regel brauchen wir jeweils eine Wahrheitstafel für die linke und die rechte Seite der Gleichung. Wegen des Gleichheitszeichens erwarten wir, dass die beiden Wahrheitstafeln gleich sind. Ich füge zusätzliche Rahmen ein, damit wir die Schritte besser erkennen können. Dazu erstelle ich zuerst eine Wahrheitstafel für die linke Seite der Gleichung. Die Tabelle entwickelt sich entsprechend der Problemzerlegung in zwei Schritten. Als erstes negieren wir die Wahrheitswerte a und b. Im zweiten Schritt verknüpfen wir diese Werte mit und. Als nächstes erstellen wir die Wahrheitstafel für die rechte Seite der Regel auf die gleiche Weise. Wir verknüpfen hier aber zuerst die Werte mit oder. Dabei beachten wir, dass wir über Kreuz denken müssen. Horizontal verknüpfen wir die gleichen Wahrheitswerte, also wahr und wahr, sowie falsch und falsch. Vertikal verknüpfen wir die entgegengesetzten Wahrheitswerte, das heißt wahr und falsch sowie falsch und wahr. Im zweiten Schritt negieren wir diese Ergebnisse. Dabei beachten wir wieder die Überkreuzung des ersten Schritts. Wie erwartet, sind die beiden Tabellen gleich. Kommen wir nun zur dritten Kategorie der logischen Operationen in Excel, den Statusüberprüfungen. Diese Funktionen sind als Informationsfunktionen kategorisiert. Alle Statusüberprüfungen fangen mit Ist an. Sie geben einen Wahrheitswert zurück, der den Status des jeweiligen Parameters widerspiegelt. Um diese Funktionen zu veranschaulichen, habe ich wieder eine Wahrheitstafel vorbereitet. Diesmal enthält die zweite Spalte die zu überprüfenden Werte. In die erste Spalte gebe ich in die Zelle A8 die Funktion ist gleich Formeltext von B8 ein und fülle diese Formel für alle Werte aus. So können wir sehen, welche Formeln in der zweiten Spalte stehen. Das brauchen wir erst ab der Zelle B8, denn darüber stehen ausschließlich Werte. Das Gleiche wiederhole ich für die erste Zeile in unserer Tabelle. Ignorieren Sie kurz
dass das im Moment einen Fehler ergibt. Jetzt fügen wir unsere Statusüberprüfungen ein. IstZahl gibt wahr zurück, wenn der Parameter eine Zahl ist. IstText gibt wahr zurück, wenn der Parameter eine Zeichenkette ist. IstLeer gibt wahr zurück, wenn die übergebene Adresse eine leere Zelle ist. IstFormel gibt wahr zurück, wenn an der übergebenen Adresse eine Formel steht. IstFehler gibt wahr zurück, wenn der Parameter einen Fehlerwert wie zum Beispiel Name oder Wert hat. IstLog gibt wahr zurück, wenn der Parameter ein Wahrheitswert ist. Diese Operationen füllen wir nun für alle Werte aus. Wir können jetzt schön nachvollziehen, welche Wahrheitswerte die Statusüberprüfung für die verschiedenen Eingabewerte liefert. In unserer Wahrheitstafel erkennen wir nun gut, dass die Zellen mit Formeln immer zwei Wahrwerte haben. Einmal für die Formel und einmal für deren Ergebniswert. Beachten Sie auch, dass eine leere Zelle und eine leere Zeichenkette beim Vergleich auf Gleichheit wahr ergeben. Berücksichtigen Sie also, dass die Zelle mit einer leeren Zeichenkette zwar leer aussieht, aber trotzdem eine Zeichenkette ist. Das zeigen uns die unterschiedlichen Ergebnisse von IstText und IstLeer für diese beiden Fälle. Fassen wir zusammen. Logische Ausdrücke sind Kombinationen aus Wahrheitswerten, Vergleichsoperatoren, logischen Verknüpfungen und Statusüberprüfung. Mit diesen Elementen können wir komplexe logische Ausdrücke für unsere Programme definieren. Dabei beachten wir immer die Regeln der Boolschen Algebra, um logische Missverständnisse zu vermeiden. Fragen Sie sich zum Abschluss, wie Sie in logischen Ausdrücken sicherstellen, dass Sie nicht ungewollt Zahlen und zahlenartige Zeichenketten miteinander vergleichen. Begründen Sie Ihre Lösung unten in den Kommentaren.